guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin hier auf dem Cannstatter Markt bei Albert vom Weingut Häusermann. Albert, was gibt es Besonderes bei dir? Ja, also wir haben eigene Weine, eigenes Obst und zugekaufte Bioware, also ausschließlich den Meter Bioware. Welchen Wein trinkst du am allerliebsten? Was ist so dein Lieblingswein? Also mein Lieblingswein ist der Riesling Alte Rebe, aber wir haben auch Rotweine im Holzfass gereift und Trollinger. Ah, oh, herrlich. Das ist ja immer so der Traum von jedem, ein Weingut zu haben. Aber ein Wein ist auch viel Arbeit, oder? Wein ist auch viel Arbeit, macht aber auch sehr viel Spaß. Und wie ist es mit den Äpfeln? Weil ich habe gerade geguckt, Äpfel nicht so viele in diesem Jahr, noch nicht. Ja, also bei uns ist ganz Obst komplett erfroren. Also bei uns durch den Frost, wo wir im Mai gehabt haben, Anfang Mai, Ende April, haben wir einen total Schaden gehabt im Obst. Oha. Also vor allem in den Äpfeln und in den Birnen und im Steinobst. Die Blüte war da, ist dann erfroren, weil es zu kalt war, als minus 7 Grad gehabt. Und ich hatte wirklich 100%, 99% erfroren. Unglaublich. Ja, also beim Wein sind wir im blauen Auge der Vorkommen bei den Trauben. Da haben wir so einen Schaden 30 bis 50%. Also wenn es gut geht, haben wir 30% Schaden. Wenn es schlecht läuft, 50% Schaden. Boah, ihr Lieben, ihr seht, ihr müsst den Albert dringend unterstützen, kauft ganz viel Wein. Ihr findet den Albert direkt hier am Marktplatz. Schönen Tag euch. Tschüss.